Hallo, Kurzhöser hier heute mit einem kurzen Blick auf die WebGeoGebra-Version, also auf die Version, die in jedem Browser läuft. Ich habe das schon probiert, läuft auch auf einem Smartphone. Unter webgeogebra.org Beta kann man hier die neueste Version schon mal austesten, die angeblich am 1. September dann als GeoGebra 5 live geht. Und man sieht schon, man hat hier vollständiges GeoGebra zur Verfügung. Ich mache da kurz noch eine Konstruktion. Und ein paar Konstruktionen und das Ganze funktioniert im Browser. Das ist jetzt nichts Neues. Etwas neu ist eben das ganze Layout, das grafische Interface, das jetzt wie gewohnt die Knöpfe, die Buttons, die Werkzeuge oben hat. Mit einem Klick drauf kommt man dann auf die Unterwerkzeuge. Nur man sieht hier schon, dass zum Beispiel da oben ein Menüwerkzeug ist, wo man verschiedenste Dateieinstellungen machen kann, also auch speichern, öffnen und so weiter. Das Suchfeld ist auch sehr spannend. Das Suchfeld lässt nämlich sofort in GeoGebra Tube suchen und man sieht hier sofort, ich bin ja angemeldet bei GeoGebra Tube, man kann sofort mit einem Klick die eigenen Dateien direkt von GeoGebra Tube öffnen und hier weiterarbeiten. Also sehr, sehr praktisch. Es gibt auch hier die Möglichkeit noch, die Datei vom Desktop zu öffnen. Was gibt es noch Neues zu berichten? Und neben dem leicht veränderten grafischen Design, man sieht hier zwei so Knöpfe. Hier haben wir die Algebra-Ansicht und hier die Grafikansicht. Aber, und das ist glaube ich das Spannendste, es ist jetzt auch möglich, im Browser die Tabellenkalkulation, das CAS-Grafikfenster und das 3D-Fenster zu verwenden. Also wirklich hier mit dem CAS, man kann ja ganz normal arbeiten, so wie man das kennt. Aus GeoGebra auf dem Desktop braucht er nur zeigen, hier bei einer quadratischen Gleichung. Es funktioniert schon sehr, sehr gut. Man kann sich ganz schnell hier mit Hilfe des CAS Dinge ausrechnen. Also sehr mächtig. Jetzt alles direkt im Browser und wie vorher schon gesagt, auch auf dem Smartphone funktioniert das, auch auf dem Tablet. Man braucht eben nur einen Browser und die Adresse dazu. Was könnte ich noch zeigen? Es gibt eben, wie gesagt, auch die Möglichkeit, ein zweites Grafikfenster, das Konstruktionsprotokoll und auch die Tabellenkalkulation einzubauen. Also man hat hier wirklich vollständiges GeoGebra, das direkt im Browser läuft. Okay, hier unten haben wir wieder die Eingabezeile. Man sieht nur, es gibt kleine optische Änderungen. Das liegt aber daran, dass anscheinend das LaTeX noch nicht ganz so gut von jedem Browser dargestellt wird. Aber es reicht auf alle Fälle aus und so kann man direkt ohne GeoGebra zu installieren im Browser arbeiten mit allen möglichen Befehlen. Also vielleicht macht man hier mal geschwind eine neue Konstruktion, damit man auch sieht, dass auch die Befehle funktionieren. Man kann auch hier wieder löschen. Es bleibt alles ganz beim Alten. Hier wieder geschwind eine Funktion in der Eingabe. Man sieht schon, auch das funktioniert ohne Probleme. Und zum Beispiel so Befehle wie Integral, Funktion zwischen minus 2 und plus 2 ist natürlich auch kein Problem. Geben wir das da hier ein. Und die bekannten GeoGebra-Befehle werden natürlich hier auch im Browser unterstützt. Also sehr, sehr nette Ergänzung oder Erneuerung bei GeoGebra 5. Anscheinend wird das jetzt eben die 5er-Version. Ich habe auch schon gehört, dass die zukünftigen Tablet-Versionen eben genau dieses Design, dieses Layout haben werden und somit auf allen Plattformen, sei es jetzt Windows, Android oder iOS, eben ähnlich ausschauen. Für mich das Highlight ist eigentlich, durch diesen Suchbutton kann ich sofort in den unzähligen, mittlerweile fast 100.000 Materialien von GeoGebra Tube suchen und habe das sofort bei der Hand. Also das ist wirklich sehr mächtig und kann somit ohne jemals GeoGebra zu installieren da sofort arbeiten. Ein Browser reicht und als zusätzliches Ding, als zweites Highlight für mich ist eben die Implementation nun vom Spreadsheet und CAS. Ich kann natürlich auch mit der 3D-Grafik arbeiten, was ja schon seit einiger Zeit als Beta möglich war. Mit der GeoGebra Version 5 dürfte es nun jetzt endlich Realität werden, dass wir ein echtes 3D haben und hier sieht man sogar, das läuft wunderbar im Browser. Okay, würde mich freuen über einige Kommentare
ein paar Fragen vielleicht, aber soweit so gut. Am 1. September dürfte es soweit sein, dass GeoGebra in GeoGebra 5 veröffentlicht wird. Bis dahin ist es nur noch eine kurze Zeit und bis dahin werde ich das natürlich noch einigermaßen ausprobieren. Einen wunderschönen Tag noch.